Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Ausgabe der Rechtsfrage des Monats der Europaregion. Euregio, Argealb und Eusalp. Alle drei sind regionale Kooperationsformen und haben somit eines gemeinsam, und zwar die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Wir haben heute Melanie Blanker vom Land Tirol bei uns zu Gast und wir werden mit ihr über diese viel genannten Schlagworte sprechen und schauen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Guten Tag, Frau Blanker. Guten Tag. Was genau versteht man unter diesen viel genannten Schlagwörtern Euregio, Eusalp und Argealb? Die drei Regionen Tirol, Südtirol und Trentino arbeiten in diesen drei Kooperationsformen grenzüberschreitend zusammen. Die älteste dieser drei regionalen Kooperationsformen ist die AG Alp, die sogenannte Arbeitsgemeinschaft Alpenländer. Diese wurde bereits 1972 von 10 Regionen aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz gegründet. Damals haben sich die Regionen entschieden, dass sie sich grenzüberschreitend mehr abstimmen wollen und auch konkrete gemeinsame Projekte abwickeln wollen. Die zweite Kooperationsform ist die Europaregion. Die drei Regionen Tirol, Südtirol und Trentino haben bereits seit den 90er Jahren sich auch mehr grenzüberschreitend abgestimmt, auch immer mehr versucht, grenzüberschreitende konkrete Projekte zu entwickeln und dann mit dem Europäischen Verbund Territorialer Zusammenarbeit im Jahr 2011 das Ganze in eine eigene institutionelle Struktur eingebettet, die eine eigene Rechtspersönlichkeit auch hat und ein Generalsekretariat, das die grenzüberschreitende Kooperation stabil und kontinuierlich betreut. Und die neueste dieser drei Kooperationsformen ist die Europäische Alpenraumstrategie, die sogenannte Eusalp. Dort arbeiten 48 Alpenregionen zusammen, also der gesamte Alpenraum, plus die 7 nationalen Regierungen der Alpenstaaten und die Europäische Kommission. Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser drei regionalen Kooperationsformen? Der augenfälligste Unterschied ist, dass die drei natürlich sehr unterschiedlich groß sind, also der Umfang sehr unterschiedlich ausfällt. Die Europaregion, da arbeiten nur drei Regionen zusammen, in der Argealb 10 und in der Eusalp sind es dann 48 Regionen, 7 Staaten und die Europäische Kommission. Das führt natürlich dazu, dass der Abstimmungsbedarf sehr viel größer ist und es natürlich auch sehr viel schwieriger wird, sich auf konkrete gemeinsame Positionen zu einigen. In der Europaregion fällt es dann schon leichter, gemeinsame Positionen zu finden. Auf der anderen Seite bietet natürlich eine große alpine Kooperationsstruktur eher die Möglichkeit, bei Problemen, bei denen man eher abhängig von externen Partnern ist, zum Beispiel bei der Transitproblematik, wo Tirol, Südtirol und Trentino auf Bayern, nationalen Regierungen oder auch die europäische Verkehrspolitik angewiesen sind, eher Lösungen zu finden, weil man diese Partner ja schon im Boot hat. Ein zweiter sehr augenfälliger Unterschied ist die unterschiedliche rechtliche bzw. institutionelle Verankerung. Das bedeutet, der EVDZ ist eine eigene Institution, eine mit eigener Rechtspersönlichkeit, der für die drei Regionen auch handeln und Projekte abwickeln kann. Es gibt ein stabiles Generalsekretariat, das sich kontinuierlich um die Aktivitäten der Europaregion kümmert. Und damit hat man auch eine gewisse Verbindlichkeit natürlich der Kooperation. Die AG Alp und die Eusalp sind demgegenüber nur lose Kooperationsformen, die auf Freiwilligkeit beruhen und keine institutionelle Basis und keine eigene institutionelle Struktur haben. Und schließlich ist ein weiterer Unterschied, dass die Europaregion, wie man mittlerweile in Befragungen sieht, schon relativ gut in der Bevölkerung angekommen ist, dass also schon viele wissen, was die Europaregion ist und sogar vielleicht von dem einen oder anderen Projekt schon gehört haben, während AG Alp und Eusalp da noch sehr viel Aufholbedarf haben, weil die Bevölkerung da noch recht wenig darüber weiß und es noch recht wenig kommuniziert wird. Was ist jetzt genau der Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und wo wird diese im Alltag überhaupt spürbar? Der Mehrwert liegt zum einen in dieser regelmäßigen Abstimmung der Politikerinnen und Beamtinnen. Denn zum einen gibt es Probleme, die alle zum Beispiel im Alpenraum gleichermaßen betreffen. Denken wir zum Beispiel an Transitproblematik, denken wir an Naturgefahren, die im Alpenraum ein besonderes Problem sind oder an den Klimawandel, der sich hier besonders auswirkt. Und hier haben die Regionen natürlich, wenn sie grenzüberschreitend zusammenarbeiten, am ehesten die Möglichkeit, vom anderen zu lernen, das vielleicht auch gemeinsam anzugehen, zu sehen, wo funktioniert es beim anderen besser oder weniger gut. Und damit auch am Ende Lösungen zu arbeiten, die für alle am besten funktionieren. Der zweite konkrete Mehrwert sind natürlich die Projekte, die dann auch für die Bevölkerung relativ spürbar werden. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel, die Europaregion hat einen grenzüberschreitenden Lawinenwarnbericht, der sicher für Bergsteiger sehr hilfreich ist im Winter. Die Arge Alp hat ein Lehrlingsaustauschprogramm Exchange, in dessen Rahmen Lehrlinge in den verschiedenen Alpenregionen Praktika machen können.
Die Alpenraumstrategie entwickelt gerade eine Reiseinformationsplattform, wo dann grenzüberschreitende Reiseinformationen ausgetauscht werden und ihr auch relativ einfach Informationen zu Reise, zu öffentlichen Verkehrsmitteln gewinnen kann, wenn ich mich im Alpenraum bewege. Das heißt, es sind dann hoffentlich Projekte, die auch für die Bevölkerung im Alltag erlebbar werden, der sich ja immer öfter auch grenzüberschreitend abspielt. Vielen Dank, Frau Planker, für dieses aufschlussreiche Interview und in diesem Sinne auch für unsere Zusammenarbeit. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie wieder mit dabei waren. Wie immer können Sie uns gerne für Fragen kontaktieren. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe der Rechtsfrage des Monats der Europaregion. Machen Sie es gut.